Max, der war dunkelorange. Du fährst mir zu rasant. Ich würde mal sagen, Leben am Limit. Ich hasse tanken. Hallo meine Lieben. Heute mal wieder die Begrüßung aus dem Auto. Wir haben jetzt eine lange Fahrt vor uns. Der Liam ist dabei und der Gianluca. Sorry wegen meiner Stimme. Ich habe mir hier schon Tee vorbereitet mit Zitrone, Ingwer und Honig. Bin ein wenig erkältet. Aber wir haben jetzt was ganz, ganz Besonderes vor. Und zwar geht es zur Überraschungsparty von der Tara. Sie hat nämlich heute Geburtstag. Und ich bin total auf ihren Gesichtsausdruck gespannt, wie sie jetzt gleich schauen wird. Also was heißt gleich? Wie gesagt, wir haben eine weite Fahrt vor uns. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich würde sagen, los geht's! Und da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt habe ich mich gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür. Die Party war so genial. Wirklich, die Tara hat sich total doll gefreut. Also der Gesichtsausdruck, wirklich der absolute Wahnsinn. Ich frage Tara mal, welche Sequenzen ich euch zeigen darf, was ich einblenden darf. Denn es möchte natürlich nicht jeder gefilmt werden, das wissen wir ja. Aber sie war auf jeden Fall sehr überrascht und die Überraschungsparty ist definitiv gelungen. Wir haben bis um 13:30 bei ihr gefeiert. Sind dann zur Göste, also wir haben bei Göste geschlafen, der Gianluca, Liam und ich. Und es war so, so schön, wirklich. Also diese Frau, unglaublich. Wir haben, glaube ich, bis um 3 noch gequatscht und sind dann relativ früh wieder wach gewesen. Also ich sowieso, wegen Liam. Wir haben dann gefrühstückt, um 10 hat sie alles vorbereitet. Wirklich so, so schön, also als wäre ich im Hotel. Ja, alles vorbereitet. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir sind dann nochmal nach Köln, der Gianluca und ich. Er wollte nämlich noch in so ein besonderes Geschäft. Und dann sind wir auch sehr spät erst zu Hause angekommen. Ich melde mich auch jetzt erst bei euch, weil ich mit meinem Auto ein kleines Problem habe. Also deshalb habe ich jetzt hier Max Auto. Ich komme nämlich gerade vom Kinderarzt. Der Liam ist eingeschlafen. Der hat seine Impfung bekommen. Und ja, mein Auto ist irgendwie, also es ist unglaublich, immer wenn ich in Richtung Nordrhein-Westfalen fahre, passiert irgendwas. Also entweder werde ich geblitzt. Gut, es ist meine Schuld. Aber die Autobahn verleiht auch so ein bisschen Gas zu geben. Also ich hatte 20 zu viel. Aber das macht man natürlich nicht, das darf man nicht. Jedenfalls, ja, habe ich jetzt wirklich ein heftiges Problem mit meinem Auto. Das muss ich noch regeln, da muss ich mal in der Werkstatt anrufen. Mein Mann meinte, näher kommen, ist jetzt nicht so wild, aber ich möchte mit dem Auto jetzt erstmal nicht fahren, nicht, dass da noch was Schlimmeres passiert. Erzähle ich euch später. Jedenfalls ist Liam eingeschlafen. Ich mache jetzt das Mittagessen und zwar ein kleiner Tipp. Das habe ich gekauft bei Edeka, ist im Moment im Angebot und das ist eine Tomatensauce, die als Alternative ganz gut ist zur Tomatensauce von meinen Eltern. Ihr wisst ja, dass meine Eltern das selbst machen mit den Tomaten aus ihrem Garten. Also voll Bio und so. Meine Mama gibt mir dann immer ganz viele Flaschen mit und ich habe keine mehr. Ja. Problem. Das ist ein großes Problem. Problem des Tages und jetzt haben wir die mal probiert. Die ist eigentlich echt ganz gut. Kann ich natürlich nicht mit der von Mama vergleichen, aber ja, es ist in Ordnung. Meinen Kindern schmeckt es. Deshalb, wie gesagt, mache ich jetzt mal Lasagne. Ich habe auch bei Teddy einiges eingekauft. Mein Patenkind kommt nämlich heute. Ich möchte ein bisschen was mit ihr basteln. Vor allen Dingen möchte ich das Buch mit ihr jetzt noch gestalten und dekorieren und was reinschreiben. Das hatte ich euch gezeigt. Das hatte ich ihr zur Kommunion gekauft.
Das ist auch super gut angekommen, das Buch von der Patentante. Also so steht es auch vorne drauf. Du bist was ganz Besonderes, steht drauf. Und ich habe es euch ja erklärt. Das hatte ich bei Amazon gekauft. Und das möchte ich eben heute mit ihr machen. Und noch ein bisschen was anderes. Dazu war ich, wie gesagt, heute bei Teddy. Außerdem habe ich noch ganz viel anderes Zeug gekauft. Also Kerzen und so weiter. Wir haben nämlich einige Geburtstage, die vor der Tür stehen. Und zwar einmal der Gianluca und 2 Tage später der Max. Ja, okay, also genug gequatscht. Ich melde mich von oben nochmal, trage jetzt alles hoch, den ganzen Einkauf. Sorry noch wegen meiner Stimme, also es ist unglaublich. Halsweh des Grauens, aber muss ja weitergehen. Und ja, wie gesagt, ich melde mich dann oben nochmal bei euch. Bis später! Ich zeige euch kurz, was ich bei Teddy gekauft habe. Und zwar zum einen diese Stempel hier für mein Patenkind. Hatte ich euch ja im Auto gesagt. Und zwar möchte ich mit ihr Embossing machen. Mal schauen, wie sie das findet. Und dafür habe ich diesen Block hier gekauft. Schaut mal, wie besonders dieses Papier ist. Das ist auch ein bisschen dicker, also sehr hochwertig. Und da habe ich mir gedacht, passt das ganz gut. Gerade mit diesem Einhorn und diesem Regenbogenpapier. Also das ist, wie gesagt, für mein Patenkind. Dann für die 2 Geburtstagskinder. So rum. Nein, Quatsch. So rum. Der Max wird 20. Und der Luki wird 14. Also Kerzen. Dann habe ich noch Luftballons mitgenommen. Diese hier. Leider gab es keine 4, was total doof ist. Da muss ich mal in einem anderen Laden schauen. Und dann noch diesen hier. Ein Geodreieck, weil die bei uns immer irgendwie die Ecken verlieren. Ganz zufällig. Servietten, dann das hier für mein Bullet Journal, fand ich total süß, sehen sehr, sehr hochwertig aus. Washi Tape durfte mit, dann das hier, weil ich einige Gewinnerpakete zurecht machen werde und da mag ich das ja, wenn ich immer so Streuartikel mit reinpacke. Dann habe ich das hier gebraucht für mich, die fand ich total süß und zwar kommt da Salz rein. Ich war ja bei Tara und bei Görste das erste Mal und hatte kein Salz und Brot dabei, das ist ja so ein Brauch. Und deshalb werde ich das dann noch zurecht machen. Hier kommt dann so ein kleines schönes Band noch mit dran, da kommt Salz rein und Brot kaufe ich dann eben noch extra und deshalb habe ich das gekauft. Geschenkpapier hatte ich auch keins mehr. Diese hier kann man immer gebrauchen, gerade für Geschenke und Karten. Und ja, ich schau gerade, ja, das war's. Genau, und das ist eben die Tomatensauce. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr die vorhin erkennen konntet. So sieht die aus. Ja, und die gibt es eben bei uns bei Edeka. Jawohl. Und jetzt lege ich los. Die Jungs haben nämlich dann Hunger. Die kommen auch schon bald von der Schule. So, jetzt habe ich noch einen Tee gemacht, hier fürs Krankenlager. Da ist Honig drin, Limette und Ingwer. Jetzt kommt heißes Wasser drauf. Und das bringe ich dem Max jetzt runter. Mein Patenkind ist jetzt da. So aufregend, wir schreiben gerade in das Buch. Und das ist so süß, weil wir uns jetzt gerade nochmal an die Kommunion erinnern. Ist ja noch nicht so lange her, ne? Aber jetzt lassen wir das nochmal so Revue passieren und dann basteln wir. Ich habe auch schon hier mein Embossing-Equipment geholt. Die Alessia freut sich schon. Ja, das machen wir jetzt. Ne? Ja. Also guck, du musst dann jetzt quasi das... Ich glaube, heute haben wir ein bisschen Pech. Obwohl es geht. Wir hätten so ein großes Stempelkissen gebraucht. Ja. Hoffentlich geht es hier jetzt, wie ich mir das vorstelle. So? Ja, eigentlich ganz gut. Ja, das sieht man doch schon. Das Schwarze. Ja. So, guck, und jetzt musst du das quasi dann nehmen und draufstempeln. Hm? Willst du es so rum oder so rum haben? So andersherum. So? Ja. Okay, dann nimmst du das jetzt so und dann drückst du das quasi einmal so fest runter. Genau. Genau. Das ist gedrückt. So. Halten, 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 halten. Du drückst noch ein bisschen? Ja. Du wolltest ja Gold haben, ne? Mhm. Guck, dann nimmt man ein bisschen von diesem Goldstaub. Ja. Und dann das Ganze hochmachen.
gerade hoch. Jawohl. Super. Oh, siehst du das? Gut geworden. So, schau. Und dann kommt jetzt der Goldstaub hier drauf. Mhm. So. Und das bleibt dann nämlich jetzt dran. Ah ja. Und wenn wir das dann jetzt über die heiße Quelle, also über den Toaster machen. Dann wird es fest, oder? Genau. So, guck. Oh, schön. Gut, ne? Oh. Ja. Wir hätten das Blatt abmachen müssen. Das müssen wir jetzt eh machen. Schön, ne? Mhm. Oh, jedes schön. So. Und jetzt machen wir den Toaster an. Ja. Den alten Toaster machen wir an. Jetzt warten wir kurz, bis es heiß ist. Du musst aber aufpassen, dass du dir nicht wehtust. Mhm. Eigentlich hat man da so andere Teile. Da hat man wie so eine Art Föhn. Aber wollte ich halt jetzt nicht. Habe ich noch nie verwendet. Gut, jetzt können wir drüber. Und jetzt kannst du das ganz genau beobachten, wie das dann plötzlich sich verändert. Dauert einen Moment. So, jetzt langsam, langsam. Guck, 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 guck. So, warte. Ist es? Oh ja. Hast du gesehen, wie sich's verändert? Ja. So? Und da ist er, der Schaden. Da ist der Einschlag und dann geht es eben so runter. Ja, und deshalb muss mein Auto in die Werkstatt. Und die wollen das den ganzen Tag behalten. Unglaublich. Jo, so sieht's aus im Puppenhaus. Neuer Tag, neues Glück, meine Lieben. Ich melde mich ganz kurz bei euch. Und zwar haben wir es jetzt schon nach 16 Uhr. Der Anruf kam gerade aus der Werkstatt, dass das Auto fertig ist, also um 15.30 Uhr, sagen wir es mal so. Wir haben das Auto gestern Abend hingestellt und der Max wird mich jetzt zur Werkstatt fahren. Also die hatten das den ganzen Tag. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Spaß kostet. Meine Laune ist nicht gerade die beste, aber gut, es muss halt gemacht werden. Meine Güte, das sind Dinge, die passieren. Es gibt viel Schlimmeres. Jedenfalls möchte ich euch jetzt ganz kurz einblenden, wie der Max reagiert hat, als er seinen Geburtstagskuchen bekommen hat. Total lustig und ich erzähle euch dann im Anschluss, was ich mir dabei gedacht habe, warum es genau diese Torte geworden ist und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Zeig mal, was du... Wie gefällt dir? Sehr schön. Okay. Aber schon was schwamm, oder? So, Max muss jetzt auspusten und sich was wünschen. Ein neues SpongeBob-Spiel. Markise. Max war ordentlich. Irgendwann brauche ich einen Eimer hier im Auto. Jedenfalls, hör auf. Also, warum gab es eine SpongeBob-Torte? Ja, weil der Max als Kind SpongeBob geliebt hat und wir ganz viele verschiedene Bilder haben von verschiedenen Geburtstagen, auf denen zu sehen ist, wie er eben eine Kerze ausbläst. Auf einem SpongeBob-Kuchen, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, mit 20 Jahren soll er jetzt nochmal eine Torte bekommen und Kerzen ausblasen auf einem SpongeBob-Motiv. Ja. Der Max musste natürlich mit seiner Reaktion wieder ein bisschen übertreiben, war ja klar. Jedenfalls, hör auf, er macht die ganze Zeit Grimassen. Jedenfalls war es total lustig und ich glaube, er hat sich auch gefreut. Wir haben ein bisschen gefeiert, nicht so viel. Der Max kann sich schon mal dran gewöhnen, dass umso älter man wird, weniger gefeiert wird. Ja, also jetzt fahren wir zum Auto und dann melde ich mich später nochmal. Ich muss auch noch zur Post, genau. Da ist eine große Tüte mit 5 Paketen von der Verlosung, also meiner Verlosung. Ich habe alles zurecht gemacht und die werden jetzt verschickt. Und dann bekommen das eben die Gewinner. Ja, da freue ich mich schon. Bin ich auch mal gespannt, was das kostet. Also eigentlich müsste ich mir mal angewöhnen, das online irgendwie schon auszudrucken. Max, da war dunkelorange. Okay, also ich melde mich später nochmal bei euch. Ciao. Wieder. Fahr mich vor. Da ist er doch. Ja, aber ich brauche ja meinen Schlüssel, Schatz. Ich brauche einen Schlüssel, ich habe keinen Schlüssel. Tada. Wieder alles schön fresh. Und da ist es, mein Auto.
wieder alles schön frisch. Sagen wir es mal so, die haben sogar mein Auto durchgesaugt. Da hatten sie bestimmt viel Arbeit mit. Das wollte nämlich mein Mann am Wochenende machen. Die Jungs, die sind immer total begeistert, Autos sauber zu machen und von außen und von innen und so weiter. Das ist jetzt nicht so meins, bin ich auch ehrlich. Ich hasse ja auch tanken. Mein Tank ist komplett leer. Gott sei Dank ist da vorne jetzt eine Tankstelle. Der Max, der ist jetzt schon mal los zur Arbeit. Der Liam ist eingeschlafen. Das ist auch gut so. Der mag das Auto nämlich eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen blöd, weil ja, weil es halt mein Auto ist. Aber er mag es nicht. Ich versuche noch zu verstehen, warum er das nicht mag. Ja, jedenfalls wollte ich ja jetzt noch zur Post. Wie gesagt, ich bringe noch die Verlosungspakete weg. Es sind einige. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich muss mal schauen, wie ich das Video zusammenschneide. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe und ein paar verschiedene Eindrücke eingesammelt habe. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir bzw. von uns. Seid gespannt, es folgen noch ein paar tolle Verlosungen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt nur das Beste und ich freue mich, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!